Genau, jetzt bin ich auf der kleineren Fußgängerbrücke, auf der sogenannten Seufzerbrücke. Genau, hinter mir seht ihr Forst, auch mit der Uferpromenade. Und unter mir fließt die Neiße. Genau, also das ist hier der Rest der Brücke. Der Rest der Brücke. Und hinter mir auf Forster Seite ist auch noch so ein Rest der Brücke. In der Mitte wurde sie natürlich auch im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und ganz hinten ist auch noch die Eisenbahnbrücke dann auch zu sehen. Forst mit Grünberg, also mit Zielona Góra, mit Sorau, Żary und dem schlesischen Gebiet hat natürlich auch verbunden. Nachdem die Eisenbahn dort auch eingerichtet worden ist, ist dann hier auch die ganze Textilindustrie auch in Forst entstanden. So um 1900 fing das hier halt natürlich alles an mit einer Fabrik und dann kam die nächste und dann auch die nächste. Bis 1945, also bis 44, 45 war das hier alles noch soweit in Ordnung. Bis dann natürlich die Rote Armee dann kurz vor Forst stand, also hier genau auf dieser Seite, auf dem linken Neiße-Ufer, kam es zu ganz schweren Kämpfen. Und genau die Geschichte kennt ihr natürlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann hier natürlich dann auch alles zerstört gewesen, also fast alles, auch auf der Uferpromenade. Man sieht dort hinten diese Neubaublöcke aus DDR-Zeiten, die wurden dann halt natürlich dann auch ersetzt. Das, was Gründerzeitvillen waren, wurden dann natürlich zu DDR-Zeiten durch Neubaublöcke ersetzt. Ist zwar nicht schön, aber bietet halt Wohnraum. Das war damals halt natürlich auch die Devise. Genau, und dann war es natürlich auch eine Staatsgrenze. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Es waren halt Bruderländer, aber Bruderländer waren jetzt auch nicht so brüderlich vereint. Also auf polnischer Seite hat natürlich auch die Ressentiments gegenüber Deutschen und den Zweiten Weltkrieg. Und auf DDR-Seite ging es dann natürlich auch los. Jeder wollte halt der bessere sozialistische Staat sein. Und wo es dann natürlich in den 80er Jahren dann in Polen zu den Protesten im Zuge von Solidarność dann natürlich kam, dann waren natürlich die DDR-Führung dann noch entschlossener, die eigenen Bürger vor dieser Infiltration dann natürlich auch zu schützen. Und deswegen wurde dann natürlich dann auch sich weiter abgeschottet. Genau, auch ein Überbleibsel dieses Stadtteils Berge ist dieser Brunnen hier auf dem früheren Rathenauplatz. Genau, also hier kam das Wasser raus. Und dann wird es hier auch so Umrandungen gehabt haben. Genau, ich spaziere jetzt hier auf dem Uferpromenadenweg. Ja, also der führte von der langen Brücke bis hinten zur sogenannten Seufzerbrücke. Seufzerbrücke deswegen, weil früher in dem Stadtteil das Hauptfinanzamt seinen Sitz hatte. Deswegen sagte man auch Seufzerbrücke, weil es dann direkt zum Finanzamt ging über diese Brücke. Dieser neue Stadtteil, der in den 20er Jahren erbaut worden ist, der hatte ganz viele Gebäude, also auch viele Gaststätten und auch einige Textilunternehmen haben sich hier angesiedelt
und öffentliche Einrichtungen, aber auch ganz viele Häuser für die Arbeiter der Textilfabriken. Mich fasziniert das seit dem Lockdown, seit Corona, so die örtliche Umgebung zu entdecken und auch so die ganzen Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg, also diese ganze Geschichte hier. Finde ich sehr, sehr spannend und faszinierend, und deswegen bekommt ihr da auch öfters oder in Zukunft auch ein paar Videos mehr, die sich mit diesen ganzen Themen befassen, auch mit entsprechenden geschichtlichen Hintergrundinformationen. Ich hoffe, es gefällt euch und wir gehen dann jetzt auch weiter. Also, wir befinden uns hier auf dem Gelände der ehemaligen Schießpulverfabrik der Sprengchemie GmbH. Also die hat damals in den 30er Jahren bis 45 acht Standorte gehabt. Eines davon war hier in Forst Scheunow hieß es früher. Und unweit davon in östlicher Richtung, in Richtung Grünberg, war auch eine riesige Anlage. Und zwar Christianstadt. Die haben wir auch mal in einer unserer Lost Places Touren auch besucht. Das hier in Forst Scheunow hatte auch gigantische Ausmaße gehabt. Wir stehen jetzt hier auf dem Gelände oder auf den Resten einer früheren Verladestation. Also hier gab es einen Gleisanschluss und hier wurde dann halt auch die Munition dann mit Fahrzeugen rangefahren und dann mit dem Zug dann auch weggebracht und an die Front gebracht oder zur Weiterverarbeitung dann. Also die ganzen Gebäude hier wurden so angelegt, dass sie von der Luft aus sehr schwer identifizierbar sind. Wie ich vorhin schon gesagt habe, mit grüner Farbe bestrichen. Die ganzen Bunker wurden extra in die Erde, tief in der Erde eingebaut und oben mit einer Sandschicht und dann mit Moos halt bedeckt, dass die auch sehr schwer identifizierbar waren. Die ganzen Gebäude hatten natürlich ganz tiefe, also Kellerräume und höchstens ein, zwei Stockwerke, die dann nach oben ragten. Diese wurden dann natürlich auch dementsprechend gesichert. Was noch sehr interessant ist, es arbeiteten hier auf der ganzen Anlage am Anfang nur Deutsche, und wo der Krieg dann weiter vor sich hinschreitete, kamen dann natürlich ganzen Zwangsarbeiter dazu. Also in der Hochzeit der Produktion waren es etwa 25.000, zusammengerechnet mit der Anlage in Christianstadt. Ja, also gewaltige Ausmaße, und die hatten natürlich auch kein leichtes Leben hier. Es war auch eine sehr gefährliche Arbeit. Es kam auch zu sehr vielen Unfällen und so weiter. Und da hält mich die Treppe hier aus. Können wir mal sehen, was für gigantische Ausmaße das Ganze hier hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage halt natürlich erstmal von der Sowjetunion, also von der Roten Armee, inspiziert. Und die Dinge, die die Nazis nicht mitnehmen konnten, wurden natürlich in die Sowjetunion abtransportiert. Als Reparationszahlung, aber auch um herauszufinden, was für eine Technik die Nazis hier verarbeitet haben, also mit welcher Technik sie gearbeitet haben. Und die Nazis konnten nicht alles mitnehmen. Also die Produktion ging hier sogar noch bis in den Februar, März 1945. Da kam es auch nochmal zu einem ganz großen Unfall im Februar 1945, wo es 20 Tote gab und etwa 600 Verletzte. Vielleicht war es auch ein Sabotageakt. Also diese Anlage hatte wie immer
im Dritten Reich gigantische Ausmaße. Die gesamte Anlage hatte etwa 600 Hektar, 72 Kilometer Betonstraßen, also diese Betonpisten, die ihr hier unten seht und die sich hier durch das ganze Gelände halt auch erstrecken, 32 Kilometer Bahnanschluss und etwa 400 Bunker, die hier überall versteckt waren. Umgeben war die ganze Anlage mit einem etwa 2,5 Meter hohen Zaun. Die Anlage hatte auch ihre eigenen Wasserleitungen, damit die Wasserversorgung und auch Stromleitung und auch die Stromversorgung auch gesichert ist. Was charakteristisch ist, ist auch, dass die ganzen Gebäude halt auch versteckt gebaut wurden. Also sie wurden auch mit grüner Farbe angestrichen und zum Schluss auch oben mit Bäumen und so weiter, also mit Grünzeugs dann auch bebaut. Charakteristisch ist auch immer ein und dieselbe Bauweise. Also dieser ganze Stahlbeton, der verfolgt mich hier schon überall. Also entweder im Oder-Wartebogen, in Christianstadt, in dieser anderen Anlage von DAG, Sprengchemie. Überall kamen diese Bauten halt zum Einsatz. Was natürlich auch wahr ist, dass diese den Krieg auch überdauert haben und wahrscheinlich noch 1000 Jahre stehen bleiben werden, da diese unzerstörbar und kaputtbar sind. Genau, hinter uns seht ihr hier den Bahndamm von der Verladestation. Und hier sieht man das natürlich nicht mehr, ist alles von Bäumen zugewachsen, ging das halt weiter zur Hauptbahnlinie. Und dann wurde das natürlich auch je nach Bedarf dann auch verteilt zur Weiterverarbeitung und so weiter. Gelände hier auch mal erkunden möchte, nichts einfacher als das. Auf der polnischen Seite, kurz hinter Forst, Forstscheune oder Brożek, einfach bei Google eingeben und dann könnt ihr auch schon hierher. Ihr braucht hier niemanden, also keinen Führer. Einfach draußen vorne irgendwo parken und dann könnt ihr den ganzen Tag hier umherstreifen. Wie gesagt, vorsichtig hier halt natürlich. Es gibt noch alte Brunnen, die vielleicht noch sehr tief sein
könnten. Aber ansonsten, vielleicht wählt ihr euch eine andere Jahreszeit wie ich. Also ich bin jetzt hier im August, Ende August hier. Wenn ihr vermeiden möchtet, dass euch die Familie der Zecken besucht und so weiter und dass ihr vielleicht ein bisschen mehr von den Gebäuden seht von außen, dann kommt hier im Spätherbst oder im Frühjahr hierher. Ja, also es lohnt sich für alle Leute, die geschichtsinteressiert sind und die ein bisschen über diese Zeit erfahren möchten, auch in Verbindung mit Forst und dieser ganzen Region. Ich wünsche euch alles Gute, abonniert meinen Kanal und teilt dieses kleine Video, falls es euch gefällt, Daumen hoch, falls nicht oder falls irgendwelche Verbesserungsvorschläge kommen sollten oder ihr welche habt, einfach mal in den Kommentaren drunter schreiben.